Wenn ich nur daran denke, dass ich so lange nach diesem armen Biest gesucht habe. Egal wozu was Perseus als nächstes wird, er wird sich wohl kaum an irgendetwas hiervor erinnern. Sie hält verwundert inne, und trotzdem waren diese 5 Minuten mit ihm mehr Zeit, als ich in den letzten 5 Jahren mit meiner Familie verbracht habe. Setze den Wert deiner Tat nicht herab. I'll tire of telling the story. But that's what it'll be to the rest of Masuk. A story. And I'll just be a figure in it. It's Kalu, Yakuna, Najuo and Malak who know me as more. Sicherlich wird Masuk während der kommenden Jahre über Metallic Ilitsak reden. Und wenn ich dann genug Walfisch, Speck und fermentierte Milch hatte, würde es mich ermüden, die Geschichte zu erzählen. Aber genau das wird es für den Rest von Masuk sein, eine Geschichte. Und ich bin nur eine Figur in ihr. Nur Kalu, Yakuna, Nashu und Malak wissen, dass ich mehr als das bin. What about you, Watcher? Do you know why you're searching for Theos? Sie wendet sich dir mit nüchternen und doch neugierigen Gesichtsausdruck zu. Was ist mit dir, Wächter? Weißt du, warum du nach Taos suchst? Ich muss erfahren, was in meiner Vergangenheit passiert ist und warum mich da jetzt verfolgt. Taos zu enden wird mir Frieden bringen? Sicher nicht. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich muss das Böse beheben, das er im Dürrwald angerichtet hat, ist Paladins Sache. Es gibt einen Sinn, aber ich muss ihn finden, um meine Seele zu bewahren. Ihr Blick verdüstert sich. Unterschätze nicht die Bedeutung von so etwas. Trotzdem hoffe ich, dass du einen tieferen Sinn finden kannst, wenn du Taos aufspürst. Sie schraubt sich die Hände an ihrer Kleidung ab. Wie auch immer, wir kommen Taos so nicht näher. Wir sollten ihm besser auf den Fersen bleiben. Ich möchte dich noch etwas fragen. Lass uns weiterziehen, gut. Es kam keine Sprechblase, wir konnten trotzdem mit dir reden. Gucken wir mal nach dem Stagier. Auf von geronnenem Blut und zerstampften Blättern gehärtem Boden liegt der mit Fliegen bedeckte Leichnam dieses riesigen Stagier. Sein Körper wurde durchstochen und ist voller Schnittwunden, als ob er mit Speeren und Schwertern angegriffen wurde. Du berührst die Flanke des toten Stagiers, eine Wolke Fliegen schwirrt in der Luft und plötzlich spürst du die verbleibende Essenz der Kreatur. Die Welt um dich herum wird ausgeblendet. Das Rudel rastet, Steine bieten den Jungen Schutz, die Bäuche sind voll, du wendest dich ab und blickst über die Bäume hinaus. Der Mond bricht über ihrem schwankenden Blätterdach hervor. Ein Geruch in der Luft lässt deinen Mund kribbeln, du gleitest in die Schatten. Der Geschmack der Jagd führt deine Nase. Licht scheint auf die Steine, bei dem Wasser das fällt. Beute unten, 2 Beine, Haare wie trockenes Gras. Sie bewegen sich neben dem Wasser, das fließt. Dünne Beine langsam, laut, ahnungslos. Sie hält einen scharfen Stock, 2-beinige Jäger, schwacher Jäger, Beute. Näher, Beute, heller Mond, Beute in die Dunkelheit. Schmerz, Schmerz in deiner Seite, ein scharfer Stock drauf aus deiner Flanke. Du brüllst und schüttelst ihn, er zerbricht an den Stein. Nasse Steine, dein Blut, Blätter rascheln. Du blickst dich um. Noch ein 2-Beiner, noch ein Jäger. Dicke Beine, leise Schritte, Streifengesicht. Starker Jäger, Feind. Du springst, das Ziel ist der Hals. Er bewegt sich schnell. Deine Klauen finden Fleisch, reißen tiefer hinein, reißen es hinunter. Nasse Blätter, 2-Beiner Blut. Er heult, er kämpft, lange Krallen durchschneiden die Luft. Sie schützen sein Fleisch auf. Mehr Schmerz, scharfer Schmerz. Du schlägst zu, er schlägt zu. Heißes Blut auf deinen Klauen. Heiße Schnitte an deiner Brust. Die Welt wird rot. Deine Stärke verlässt dich, du kannst nicht atmen. Der 2-beinige Jäger blickt hinab, nasser Boden, unser Blut. Scharfer Stock über seinem Kopf, heller Mond über seinem Kopf. Starker Jäger, die Welt wird dunkel. Ein Patt. Jägerbruder. Ich habe die Leiche des riesigen Stagiers gefunden. Er schlich sich oberhalb des Wasserfalls an und entdeckte Anfin unter sich. Dann wurde er von einem anderen Elf, sicherlich Fioron, mit einem Speer tödlich verwundet. Der Stagier kämpfte um sein Leben, starb aber im anschließenden Kampf. Also haben sie sich gegenseitig getötet. Nein. Oh, noch ein gefleckter Stagier? Oh. Viele Stagiere. Okay.
Okay, ein Steak hier, der auf Sagani geht, aber sie lebt noch. Du heil dich mal lieber selber. Was war das jetzt gerade? Ihr könnt ruhig alle helfen. Wow. Das war jetzt richtig knapp. Hat er Gestalten? Nö. Okay, das war knapp. Yes. Ich habe niemanden dabei, der ready, Watcher. I'm ready. Heilen kann. Nein. Ja. Ich habe nur wahrscheinlich jetzt gerade den zweiten Weg in die Ruinen gefunden, ja. Einfach hinten rum. Gut. Sollten haben wir erstmal. Halt, Freund oder Feind. Der Mann im Block ist hinter Rüstung, richtet seine Klinge auf dich. Seine verwundeten und erschöpften Kameraden nehmen hinter ihm Kampfhaltung ein. Blut rennt von einer Wunde an seiner Schläfe. Seinen Hals hinab und befleckt ein Amulett an einer Goldkette. Du bist kein La Fontaine, beschlief der Griff seines Schwertes noch fester. Bei Markram, Freund oder Feind, sage ich. Beruhig dich, ich bin ein Freund. Der Mann hält sein Schwert weiter auf dich gerichtet, blickt seine Gefährten von der Seite an und nickt. Die Soldaten senken ihre Waffen. Bei der Flamme der Held von Trutzbucht, ein seltener und willkommener Anblick. Freunde so weit von zu Hause entfernt. Er lässt seinen Arm durch das Gewicht seines Schwertes sinken. Er blickt seinen Söldnertrupp mit besorgten Augen an. Sieh uns an, wir verstecken uns in den Felsen und halten unsere Weingeweide, damit sie nicht herausfallen. Er deutet nach Husin. Die Reißzähne, sie haben uns bluten lassen und nun stecken wir in der Falle. Svinnes schickt mich, was ist geschehen? Einfallsreiches Mädchen. Der Hauptmann lacht kurz auf, ehe er wieder ernst die Stirn runzelt. Wir dachten, die La Fontaine hätten sie getötet, ehe sie uns angriffen. Ich bin froh, dass sie noch lebt. Doppelt froh, dass sie Hilfe schickt. Er legt sein Schwert noch immer blutverkrustet über die Schultern. Der Stamm hat uns aus dem Hinterhalt angegriffen, als wir unser Lager aufschlugen. Der Kampf war ein einseitiges Gemetzel. Esma starrt auf seine Füße, als er seinen Gedanken zu Ende führt. Während des Kampfes stolperte jemand durch das Lagerfeuer. Das war unser Glück. Der Gestank von verbranntem Fleisch und der beißende Rauch haben für Verwirrung gesorgt und einigen von uns gelang der Rückzug. Wir sind zu diesen Ruinen gerannt, um uns zu sammeln, aber nun sind wir hier gefangen. Die Gesichtsbemalten stehen südlich von hier und haben uns in die Enge gedrängt. Sie wollen uns vermutlich aushungern lassen, während sie sich ausruhen und Verstärkung rufen, ehe sie erneut angreifen. Seine linke Hand spielt gedankenverloren mit einem Amulett herum, das er um den Hals trägt. Es scheint, als würden wir hier unser letztes Gefecht kämpfen, murmelte er, während er das goldene Schmuckstück fest umschließt. Wenn die Jäger im Süden stehen, könnt ihr nicht nach Norden fliehen? Könnten wir sogar den Klaffantanen ausweichen, wenn wir schnell sind, aber... Der Hauptmann blickt über die Schultern und schüttelt den Kopf. Wir haben dort oben einen Rudel Stege gesehen. Ich mache sie nämlich lieber schnell von den Gesichtsbemalten töten, als langsam bis für bis von einer Raubkatze. Ja, das war wahrscheinlich das, was ich vorhin gehört habe. Er blickt nach Norden. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, diese Bestien arbeiten mit den Stammeskrieger zusammen. Aber sie folgen sie hier nur ihrem Magen. Sie und sagen, wir humpeln verwundet herum und sind voller Blut. Wir riechen gewiss wie ein Schlachthof. Ich habe den nördlichen Wald gesichert. Die Stäke werden euch keine Schwierigkeiten machen. Esma blickt überrascht und hebt die Augenbrauen. Alle? Die Falten um seine Augen vertiefen sich, als sein Lächeln größer wird. Der Mann der Sünder blickt zu dem Griff. Hört ihr das, Männer? Der Weg nach Hause ist frei. Worauf wartet ihr? Sie wollen voller Hoffnung und marschieren los. Esma hebt die Faust und schüttelt sie. Das Amulett tanzt, als wäre es zum Leben erweckt worden. Der Hauptmann nickt und wirft einen letzten Blick zu, ehe er sich seinen Gefährten anschließt. Okay.
das wird jetzt sicher Probleme geben. Gucken wir erstmal, was wir hier noch haben. Ein bisschen Geld. Bist du jetzt sauer? Du hast den Söldnern geholfen. Okay. Mit ein paar Reißzähnen komme ich noch, glaube ich, noch klar. Oder auch nicht. Wolfbegleiter. Okay. Alof wurde gerade von Itomak umgebolzt. Geringe Fürbitte. Nein, ich wollte eigentlich eine Belebung von Gefallenen. So. Gut, Alof ist jetzt sicher angepisst, also Kettenblitz. Einfach mal ins Leere. Ich glaube, das gibt mir jetzt wieder Minuspunkte bei den Reißzähnen. Wahrscheinlich. Nein, die Reißzähne sind immer noch schwache Verbündete. Okay. Das heißt, den Stämmen ausgeliefert. Ja. Oh, Beutemacher und schicker Jagdbogen. Hm? Und was sind das? Umhänge. Okay, ein Jagdbogen. Vergleichen. Okay, Beharrlichkeit ist besser, jedenfalls vom Wert her. Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Macht leichte Treffer zu anderen Treffern, ja. Genauigkeit, jupp. Beschädigen, Schockschaden, ja. Ist auf jeden Fall besser. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich hin, um die Quest abzuschließen? Am Südrand der Nordlandschaft. Okay, das müsste dann hier gewesen sein, wo ich hier begegnet bin. Ja. Svenja, die Hand halb in den Wellen ihrer widerspenstigen Haare verbarben, blickte ich unglaublich an, als du dich näherst. Du hast es geschafft. Ihre Grümchen umarmen ein strahlendes Lächeln. Sie seufzt erleichtert und deutet mit dem Finger auf dich. Wir werden deinen Namen im ganzen Geschenk erklingen lassen. Jeder wird wissen, was du für uns getan hast. Das verspreche ich. Sie kratzt sich ihr gespanntes Kinn mit ihrer freien Hand und mustert dich. Aber du verdienst mehr als nur Lob und Münzen und Waffen. Sie reibt die Finger aneinander. Oder wenn du mit materialen Dingen nichts anfangen kannst, teile ich gern mein Können mit dir. Ich möchte von dir lernen. Svenit nickt enthusiastisch. Ich habe gehofft, dass du das gesagt hast. Sie nimmt die Handschuhe ab und steckt sie in ihre Gesäßtasche. Wenn man so viel Zeit wie ich in den Ruinen verbringt, lernt man zuerst zuzuschlagen ohne Vorwarnung. Sie hält ihren Panzerbrecher mit der Klinge parallel zu dem Boden vor sich hin. Effiziente Bewegung ist der Schlüssel zum Erfolg. Hagrim hat Verliesläufe erhalten. Sie zeigt dir einige Fußarbeitsübungen, die sich auf leise Schritte und bedächtiges Atmen konzentrieren. Wenn du schlagbereit bist, so lege dein ganzes Gewicht in den letzten Schritt, schreit sie zur Bekräftigung, während sie einen schnellen, stillen Ausfallschritt demonstriert. Als
und du ihrem Beispiel folgst, nickt sie zufrieden. Ich glaube, du hast es verstanden. Es wehrt mich, dir etwas Neues beigebracht zu haben. Sie macht einen kleinen Knicks und wendet sich ab. Großes Abenteuer, dauert 3 Runden. Ja, kann er. Gut, was macht diese Fähigkeit, die ich da jetzt gekriegt habe? Verliesläufer. Grabräuber aus dem Dürfwald haben einige Kniffe für das Rumschleichen. Was? Plus 0,1 zum Faktor des kritischen Schadens? Ich hoffe mal, das heißt 10% mehr kritischer Schaden. Na gut, ich speichere jetzt erstmal wieder. LP 25 wäre das. LP 25. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.